Ja, wir finden es wichtig, einfach, dass unsere Erde noch bleibt, dass sie nicht verschwindet und dass die Generation noch nach uns noch was haben. Und auch insgesamt, dass man auch sein Plastik verbraucht etc. alles ändert. Also, dass man es verringert, dass man selber zum Bewusstsein kommt, wie wichtig es ist, dies zu tun, denn sonst bringt es nichts. Also ich denke, es ist zwar Zeit, etwas zu tun, aber es ist niemals zu spät, etwas zu tun. Ich erhoffe mir, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass Menschen anfangen, was zu ändern. Das Desaster, was sich offenbar andeutet nach diesen vielen heißen Sommern, das ist genau das, was wir als Naturschutzverband schon seit Jahren sagen. Wir müssen uns mehr um unsere Umwelt kümmern und wir brauchen unbedingt Veränderungen im Verhalten, Veränderungen im Umgang mit unserer Umwelt, mit den Mooren als wichtiger CO2-Speicher, eine andere Landwirtschaft, ein anderes Verhältnis zu Tieren, Wildtierarten. Und nur dadurch können wir es schaffen, dass die Erde lebenswert bleibt und der Klimawandel in dieser chaotischen Form nicht eintritt. Wenn man weiterhin Druck machen kann, auch wenn es schon spät ist, heißt es nie, dass es zu spät ist. Was erhofft ihr euch dann jetzt? Konkrete Ziele jetzt auch konkrete Vorschläge vom Klimakabinett, die auch durchgesetzt werden. Zum Beispiel ein Braunkohleausstieg oder mehr Subventionen für erneuerbare Energien und solche Sachen. Dass das alles besser wird. Ja, und dass vielleicht weniger Müll in Meer und so landet. Und vielleicht auch was geändert werden kann dadurch. Dass es vielleicht mehr Eis auf der Antarktis gibt. Dass es nicht alles schmilzt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier. Wir haben ganz, ganz viele Leute mobilisiert und das ist der pure Wahnsinn. Kloppenburg war schon ein Riesenerfolg, hier ist ein Riesenerfolg und wir können nicht mehr überhört werden. Also wer jetzt diese Menschenmassen, gerade im Fechteraner Bereich, ignoriert, macht einen Riesenfehler. Wir haben alle Altersschichten hier dabei, von ganz jung bis ganz alt, es ist alles da und da muss man zuhören. Die Erde muss gerettet werden, wir müssen Klimaschutz als oberstes Ziel auf unsere Fahnen schreiben. Die Politik muss sich danach richten, sowohl lokal als auch natürlich in Berlin und da muss jetzt was passieren. Es haben so viele Leute teilgenommen und ich muss ehrlich sagen, das waren bestimmt 2.000 bis 3.000 Leute, mit so vielen habe ich wirklich nicht gerechnet. Es ist alles super friedlich abgelaufen, soweit ich weiß, wurde niemand verletzt. Die Reden waren sehr toll, auch gerade die von Benedikt Feldhaus und ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Tag. Ich möchte jedem, wirklich jedem, der sich darüber lustig macht, der euch und euer Anliegen nicht ernst nimmt, jedem, der als erstes laut Aber schreit, euch allen möchte ich sagen, das hier ist keine Witzveranstaltung und das hier ist natürlich erst der Anfang. Wer aus Bequemlichkeit oder aus Ignoranz und Arroganz heraus das hier heute herabqualifiziert, der hat leider nicht verstanden, dass eben diese Haltung der Bequemlichkeit, der Ignoranz und der Arroganz uns erst in diese Sackgasse hineinmanövriert haben. Ich denke schon, dass wir noch was bewirken können. Die Zeit wird natürlich immer knapper. Bis 2028, das ist so ein Datum, was mit Sicherheit auch vielen bekannt ist. Bis dorthin sollten wir es auf jeden Fall geschafft haben und ich habe auch schon in meiner Rede gesagt, vor 40 Jahren war schon die erste Weltklimakonferenz und dass die Politik und die Wirtschaft es nicht geschafft hat, seitdem Ziele umzusetzen, große Ziele umzusetzen, die auch wirklich was bewirken und dem Klima helfen, das ist natürlich nicht so vorteilhaft und trotzdem glaube ich aber, dass heute die Demo doch einen großen Beitrag damit beigetragen hat, auch gerade hier im konservativen Fechter doch etwas zu bewirken. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das kann ich nur den Kritikern sagen. Außerdem ist es so, dass wir hier noch viel länger auf der Erde leben als ihr, beispielsweise auch gerade ihr Älteren. Und deswegen hätte ich es gerne, dass ihr auch etwas für das Klima tut.